Wrakas hat uns aus Stein gemacht, um das geborgene Land zu schützen. Gegen Orks, Ogre und alle anderen Scheusale Tions. Wir sind die Hüter des geborgenen Landes. Wir sind die Kinder des Schmieds. Wir sind die Zwerge. Töte die Angreifer. So, und damit hallo und herzlich willkommen zu der Spieleumsetzung des Buchbestsellers Die Zwerge. Okay, ich habe noch keine Ahnung, was ich machen muss. Okay. Okay, E für den Sprungangriff. In Ordnung. Bin unterwegs. Okay, ich glaube, mit Rechtsklick greift man an. Ich bin noch ein bisschen, bisschen unbeholfen. Guck mal, hier sind noch irgendwelche Special Attacks. Ah, okay. Bin unterwegs. Das wäre das. Okay, so kann ich markieren. Mit der mittleren Maustaste kann ich die Kamera drehen und ein bisschen zoomen. Sprungangriff mit rein. Verstanden. Reifers auf. In Ordnung. Bin unterwegs. Ja, okay. Also Special Attacks nicht einfach so in irgendeine Richtung nutzen. Das führt zum unweigerlichen Absturz. Ja, schade auch. Okay, wir versuchen es gleich nochmal. Entschuldigt. Ja. Okay, wie gesagt, alle Kleinigkeiten. Ja, ja. Okay, also Sprungangriff wieder. Nein, links. Das wäre das. Auf ihn. Okay, dann versuche ich sie jetzt nochmal. Okay, damit rennt man nur schnell. Und stürmt durch Leute durch. Aber wie wir eben gesehen haben, in der Nähe von dem Abgrund kann das echt in die Hose gehen. Na komm schon, auch noch. So. Ich muss mich mit der Kamera noch ein bisschen anfreunden. Alle hopp. Levelpunkte erreichen. Okay, das sind so eine Art Aktionspunkte unter mir. Landerling, ein Geschenk aus der Werkstatt. Geh rüber zur Kiste. Verstanden. Bin unterwegs. Ah. Okay, wir können also noch mehr machen. Kann ich die werfen? Ah! Das wäre das. Auf ihn! Und leider tot. Okay,
nachher auch einige runterschubsen. Mein König, was tut ihr hier? Schon seit vielen Zyklen stand Giselbart Eisenauge, der Stammvater der Fünften, nicht mehr an vorderster Front, um sich den Geschöpfen Tions entgegenzustemmen. Der ernste Blick des Königs streift über das Schlachtfeld und die Verteidiger. Wir sind zu wenige. Das weißt du so gut wie er. Doch Verstärkung wird nicht kommen. Zu Hunderten liegen tapfere Krieger in der Festung im Sterben. Die Krankheit greift um sich. Sie bringt Schwäche und Tod. Bleibt auf euren Posten! Seid so standhaft wie der Granit, aus dem wir gemacht sind. Nichts kann uns brechen. Vrakas ist mit uns. Okay. So, Charaktere unten links. Oder mit Tab wechseln. Ich nehme an, unten links auswählen soll das heißen. Oder mit Tab wechseln. Mehrere auswählen per Shift-Linksklick oder Auswahl-Rechtsklick ziehen. Was? Ah, okay. Das war der andere, als wäre das. Okay, damit kann ich also heilen. Ah, mit Hub kann ich dann wechseln und hier so ein paar Spezialattacken einsetzen. Während des Spiels pausiert ist, Leertaste, kannst du mehreren Helden hintereinander Befehle geben, die dann gleichzeitig ausgeführt werden, sobald das Spiel weiterläuft. Okay. Jetzt will ich aber erstmal gerade gucken. Ah ja, er kann hier einige runterhauen. Für Wacker! So, und wenn ich jetzt Pause sage, dann Q, ihm einen reinhauen. Was denn? Und er soll mit Q den angreifen. Und dann? Okay, das klappt nicht so gut, weil der stand nicht nah genug dran. Das wäre das. Und leid, tot. Da haben wir auch noch was. Die Granaten haben wir immer noch. Das war der Hammer. Bin unterwegs. Wir haben noch ein paar von den Granaten. Die nutzen wir mal. Das wäre das. Da reinhauen. Warte mal, er hat doch so einen schönen... Alle einmal heilen. Nochmal eine Granate da reinschmeißen. Sehr schön, da fallen dann noch viele runter. Das funktioniert ganz gut. Thank you.
der König hat noch ein bisschen mehr Wumms. Das war der Hammer. Einfach so. Komm her und stirb nur sein. Nochmal einmal heilen. So, den auch ausnutzen. Ja, so kommen wir der Sache irgendwie weiter hier. Weiter so. Komm her, du. Er kann hier schon mal ein bisschen mehr angreifen. Auf ihn! Weg mit dir! Ja, er haut hier nochmal rein. Sehr schön. Da ist das erste schon mal weg. Wir heilen nochmal. Das war der Hammer. Komm her, du. Auf ihn. Das wäre das. So. Okay. Das sind diejenigen, die uns in den Stollen angegriffen haben. Wir konnten sie nur unter großen Verlusten zurückschlagen. Und ich spalte dich wie einen Strohhalm, verräterischer Elb. In seinem Zorn strahlt der alte König grimmige Macht aus. Und keines von Sitalias Kindern könnte gegen ihn bestehen. Doch das schlanke, hochgewachsene Wesen auf dem Rücken des Nachtmars grinst nur höhnisch auf euch hinab. Du irrst. Wir sind Albe. Wir sind gekommen, um die Elben zu vernichten. Alle friedvollen Geschöpfe im geborgenen Land stehen unter unserem Schutz. Und ihr könnt das Tor nicht öffnen, das euch seit der Erschaffung der Welt den Weg ins geborgene Land versperrt. Wir nicht, aber vielleicht einer der euren? Das kann nicht sein! Schweig, du Narr! Vrakas, vergib mir, was ich jetzt tun werde! Schnell formiert euch! Ihr müsst sie aufhalten, bis ich das Tor wieder geschlossen habe. Okay. Wir müssen hier nochmal ein bisschen Ramazamba machen. Ja. Und bleib tot. Einfach so. Jetzt nicht noch mal wechseln. Moment doch. Und bleib tot. Bin unterwegs. Verstanden. Okay, uns geht's nicht mehr ganz so gut. Hälfte AP. Auf ihn. Wir müssen uns mal ein bisschen noch konzentrieren, die schon Verletzten hier tot zu hauen. In Ordnung. Jawohl, in der Hoffnung, dass das besser geht. Genau. Sehr schön. Oh. Oh. Sieh mich an. Dein Tod heißt Sintoras. Deine Stunde ist gekommen. Ich nehme dir das Leben und das Land nimmt dir die Seele. Verschwinde aus meinen Augen, Spitzohr. Ich will mich noch ein wenig am geschlossenen Tor erfreuen. Das Tor mag sich geschlossen haben, aber wenn du dich durch die Macht des Landes wieder von den Toten erhebst, wirst du einer von uns sein. Und du wirst es öffnen. Niemals! Meine Seele zieht zu Vrakas. Nein. Deine Seele gehört nun dem Land. Und damit gehörst auch du ihm auf ewig. Und stirb. Kehre zurück. Und gib uns das geborgene Land. Wow. Okay. Das fand ich jetzt ziemlich krass.
ein heftiger Start in das Spiel. Du bist ein Perfektionist, Tungdil Bolofar. Ich habe einen Ruf zu verlieren. Wenn man sich nicht mehr auf die Schmiedekunst eines Zwerges verlassen kann. Worauf dann? Was kann ich für dich tun? Du siehst schrecklich aus. Kurze Nacht? Nee, sind wir mal höflich. Was kann ich für dich tun? Für mich gar nichts. Aber für Lord Ionan. Er möchte dich in seinem Studierzimmer sehen. Im Geiste gehst du alle Vorfälle der letzten Zeit durch, die den Unmut des Magus heraufbeschworen haben könnten. Abgesehen von einigen kleineren Streitereien mit seinen Famuli ist seit dem Vorfall mit deinem Bart nichts Erwähnenswertes geschehen. Du nickst. In Ordnung. Ja gut, dann fragen wir jetzt trotzdem. Du siehst schrecklich aus. Alter Charmeur. Die Magd wirft dir einen gespielt vorwurfsvollen Blick zu. Ikana hat die halbe Nacht gequengelt. Als du deine Zähne bekommen hast, habe ich dich immer auf den Arm genommen und bin mit dir durch den Stollen gegangen. Du hast mit meinem Bart gespielt und ich habe dich in den Schlaf gesungen. Frala lächelt. Sie hat die Geschichte schon oft gehört. Das ist jetzt 23 Zyklen her, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass du nicht gesungen hast. Gebrummt vielleicht. Wenn es stimmt, was du über die Lebensdauer von Zwergen gelesen hast, wird es noch 300 Sonnenzyklen und mehr dauern, bis du in die ewige Esse gerufen wirst. Die Gewissheit, eines Tages Fralas Tod zu erleben, macht dir das Herz schon heute schwer. Ich lasse den Magus besser nicht zu lange warten. Wir sehen uns später. Es gibt Gulasch. Okay, schön. Wir haben jetzt hier die Möglichkeit, ein bisschen rumzulaufen. Wir können hier vor 30 Zyklen hast du hier zum ersten Mal den Schmiedehammer geschwungen. Niemand hat dir das Handwerk gezeigt. Es hatte dir genügt, dem alten Schmied Lord Ionans bei der Arbeit zuzuschauen. Wann immer die Schmiede leer stand, hast du geübt und mit Leichtigkeit das Handwerk gemeistert. Okay, ist also wohl selbstverständlich für Zwerge. Was haben wir da? Axt aufgenommen, okay. Was haben wir hier? Alles, was du über Zwerge weißt, weißt du aus Büchern. Der göttliche Schmied hat die Zwerge geschaffen und du opferst ihm von Zeit zu Zeit einige Goldkrümel. Es ist das Wertvollste, das du Vrakas zu bieten hast. Okay. Alles, was du über Zwerge weißt, weißt du aus Büchern. Ja, das hatten wir. Was haben wir hier? Du hast gestern Nacht an Sunjas Geburtstagsgeschenk weitergearbeitet. Die Kleine ist verrückt nach Pferden. Du hingegen hältst dich lieber von ihnen fern, wenn du ihnen nicht gerade Hufeisen anpassen musst. Zu viele Beine und viel zu groß. Ja, gut. Kann ich bei Zwergen durchaus verstehen. Okay, wir dürfen uns hier also ein bisschen umgucken. Das scheint unsere Behausung oder ähnliches zu sein. Oder halt unsere Arbeitsstätte. Schmiedehandwerk haben wir mit Leichtigkeit gelernt. Wir sind ja schließlich Zwerg. So. Ich muss noch gerade zum Besten geben, ich habe das Buch leider nicht gelesen. Aber von daher ist es umso interessanter für mich, was hier denn so alles passiert. Und betrachte das Tor. Gucken wir mal. Es soll Zwerge geben, die ihr Leben lang nie den Himmel gesehen haben. Und auch du fühlst dich wohler, wenn du Felsen über dem Kopf hast. Wenn da nur nicht das Verlangen wäre, mehr von der Welt zu sehen, das mit jedem Jahr stärker wird. Ja, gut. So weit, so gut. Kamera können wir hier auch drehen. Dann können wir hier, ja, ich zoome mal ein bisschen raus, dass ich einen besseren Überblick habe. Hey, Unterirdischer, komm in die Küche, wir brauchen dich. Yolosin, ein Famulus der vierten Stufe und so etwas wie dein Lieblingsfeind unter den Magierschülern, wirft dir einen abfälligen Blick zu und verschwindet, ohne deine Antwort abzuwarten. Ah, okay. Ja, ich wollte gerade sagen, wir gehen hier mal ein Stück weiter. Da ist auch direkt die nächste Kleinigkeit passiert. So, aber mich würde noch interessieren, ich glaube, wir haben hier genau 10 Goldmünzen im Geldbeutel. Nahrungsstand 2. Okay, wir müssen also auch auf unsere Lebensmittel achten. Und was haben wir da noch?
Ach so, der erste Tag deines Abenteuers. Was haben wir hier noch Schönes? Charaktere, Gruppen, Inventar. Guck mal. Tungdil sind wir. Level 1. Leben 1800 von 1800. Nicht verletzt. Fähigkeiten 1 von 3. Schmiedearm. Ein mächtiger Schlag. Das ist das, was wir, glaube ich, eben schon gesehen haben während der Prologschlacht. Dickköpfig, passiv, bei Lebensenergie unter 30% erhält Tungdil Boni auf Rüstung und Schaden. Okay, also je schlechter es ihm geht, desto fester haut dazu. Na gut, Gegenstände, wir haben, wie gesagt, 10 Gold im Inventar. Fralas Anhänger, ein Schutzsymbol, das Tungdil für Frala geschmiedet hat. Und wir haben ein wenig Proviant dabei. Okay, das ist schon mal ganz interessant zu wissen. Was haben wir hier? Questlog, genau. Sprich mit deinem Ziehvater, du findest ihn in seinem Studierzimmer. Und was haben wir hier noch? Ach so, nur laden, speichern und so weiter, alles klar. Dann können wir das aber auch direkt mal machen. Spiel wurde gespeichert, weiter. So, und dann gucken wir uns mal hier ein bisschen weiter um. Wo geht's denn hier hin? Da war nur eine Lupe drauf. Ich dachte, ich gucke mir das nur an. Ja gut, dann gucken wir halt nicht. Dann gehen wir direkt. Wohin auch immer. Ich hätte gern gewusst, wo ich da hingehe, aber gut. Ja. Meister Lord Ionan. Fala sagte, ihr wünscht mich zu sprechen. Ah, Tungdil, komm herein. Dort drüben im Schrank findest du einen Beutel. Hol ihn bitte heraus. Er enthält Artefakte meines ehemaligen Famulus Goreen, die ich ihm zurückgeben möchte. Er lebt am Schwarzjord, 300 Meilen von hier entfernt. 300 Meilen? Eine lange Reise. Wen wollt ihr damit beauftragen? Ich dachte da an dich. An mich? Es gibt keinen besseren für diese Reise. Du hast dir einiges an Wissen angeeignet und bist beinahe ein Gelehrter. Manch Famulus weiß weniger über das geborgene Land und seine Bewohner als du. Es ist Zeit, dass du hier mal rauskommst und die Welt mit eigenen Augen siehst. Das würde ich gerne. Okay, wir würden uns also gerne mal... Ja gut, es war direkt... eigentlich wollte ich mich ja ein bisschen weiter umgucken. Aber das war direkt die Tür, wo wir rein mussten. Das habe ich natürlich nicht gewusst. Das wird er gerne. Was haben wir denn da noch Schönes? Was befindet sich im Beutel? Vielleicht treffe ich unterwegs andere Zwerge. Ich mache mich gleich auf den Weg. Na, erstmal, was befindet sich? Was ist im Beutel? Magische Gerätschaften. Am besten lässt du den Beutel zu, wenn du Unglücke vermeiden willst. Zwerge mögen Magie nicht besonders. Und die Magie mag euch auch nicht. Vrakas gab uns so viel handwerkliches Können, dass Magie in unseren Körpern keinen Platz mehr hat. Um genau zu sein... Jedes Mal, wenn du Magie zu nahe gekommen bist, endete das in einer Katastrophe. Ah ja. Okay, gut zu wissen. Also von Magie fernhalten. Vielleicht treffe ich unterwegs ja Zwerge. Ja, vielleicht. Aber mach dir nicht zu große Hoffnungen. Und du solltest vorsichtig sein, mit wem du sprichst. Nicht jeder dort draußen mag Zwerge. Wie Kobolde. Sie entführen Zwergenbabys und verkaufen sie an Magi, habe ich gehört. Nicht das beste Geschäft meines Lebens. Aber was sollte ich tun? Die Langnasen drohten, dich in den nächsten Fluss zu werfen. Ah, okay. Also so ist er an uns gekommen. Wir wurden von Kobolden entführt und er hat uns gekauft. Sei auf der Hut. Pass auf den Sack auf und verliere ihn nicht. Palandiel sei mit dir. Und dein Vrakas natürlich auch. Ich breche sofort auf. Auf Wiedersehen, Lord Ionan. Okay, gut, das war das. Jetzt sind wir natürlich gleich vorangekommen. Jetzt möchte ich hier mal gucken. Lord Ionans Stollen verfügt über Labore, eine Bibliothek und private Räume für die Famuli. Zusammen mit der Schmiede, der Küche und den anderen Wirtschaftsräumen ergibt das ein stattliches Anwesen. Verglichen mit den Höfen der anderen Magi ist der Herrschersitz von Ionanda jedoch klein und wenig prachtvoll. Okay, also riesig und trotzdem lächerlich. Na gut, haben wir hier noch was? Nein, hier mit der, da können wir noch irgendwas machen mit den Jungs.
Dann wollen wir da mal hingehen. Von den rund 200 ausgewählten Menschen, die unter Lord Ionans Aufsicht lernen, worauf es bei der Kunst des Zauberns ankommt, kannst du höchstens eine Handvoll leiden. Mit der flüchtigen launischen Magie hast du nichts am Hut. Dein Reich ist die Schmiede. Ach so, einfach nur einen Blick auf die Famuli geworfen. Was haben wir hier? Stibitze, etwas zu essen. Ja gut, wenn wir länger reisen, wäre das vielleicht ganz hilfreich. Hey, was soll das werden, Unterirdischer? Wir essen hier noch. Warum holst du nicht deine eigene Portion? Ach so, ich kann... Entschuldigung. XP verdient und neue Vorräte dabei. Gut, sehr schön. Ja, das war auch Sinn der Sache, dass ich das dann da wegnehmen muss. War mir nicht so klar, aber nicht so schlimm. Tungdil, schnell! Sonst verbrennt mir mein Gulasch! Du erkennst sofort, wo das Problem liegt. Eine Kette, mit der die Kessel über einen Flaschenzug bewegt werden, hat sich aus der Halterung gelöst und der Kessel sitzt auf der Feuerstelle fest. Die Last ist schwer und keiner der Magus-Schüler, die sich selbst beim Küchendienst für etwas Besseres halten, traut sich, etwas zu unternehmen. Man könnte sich ja die Finger verbrennen oder gar schmutzig machen. Ah ja. Gut, dann, wir sind ja Schmied. Ran an die Sache. Es wäre schade ums Gulasch. Ich habe nämlich Hunger. Hier, halt das. Oh. Entschuldigung. Mit möglichst viel Besorgnis in der Stimme sagst du: Oh, das sieht gar nicht gut aus. Zufrieden bemerkst du, wie Yolosin der Schweiß aus den Poren schießt. Das zahle ich dir heim, Unterirdischer. Oh, ich wollte ihn gar nicht beleidigen, indem ich in aller Ruhe gucke. Ich wollte eigentlich nur nicht einen Fehler machen, wenn ich jetzt einfach auf Reparieren klicke und dann da steht, du hast, was weiß ich, irgendwas übersehen und noch mehr kaputt gemacht. Ich wollte wirklich nur gründlich sein. Du elende Missgeburt! Einen Augenblick lang hoffst du, dass der Famulus tatsächlich seine Hand gegen dich erheben würde. Doch dann kommt er zur Vernunft und verlässt mit hochrotem Kopf die Küche. Ihr beide habt euch gesucht und gefunden. Hm. Okay, na gut. Bisschen XP haben wir wieder verdient. Oh, Geld scheinbar auch. Ja, cool. Irgendwo betrachte die Wiege. Was haben wir da? Ich bin dein Pate, kleiner Wurm. Ja. Ich werde später auf dich aufpassen, so wie ich auf deine Mama aufgepasst habe. Die kleine Ikana greift nach deinem schwieligen Finger und lächelt dich mit großen Augen an. Süß. Okay. Also, das haben wir auch. Was haben wir denn hier? Betrachte den Küchentisch. Gemüse, Brot, Käse. Aber mit der Köchin ist nicht zu spaßen. Viele schmerzende Fingerknöchel haben dich gelehrt, dass sie mit dem schweren Holzlöffel umzugehen weiß. Und dass sie möglicherweise Augen im Hinterkopf hat. Okay, er hat also scheinbar öfter versucht, schon was zu stibitzen aus der Küche. Dann reden wir mal mit ihr. Hallo, Frala. Hm? Ich brauche Proviant. Für 300 Meilen. Du strahlst über das ganze Gesicht. Endlich bekommst du die Gelegenheit, einmal etwas von der Welt zu sehen. 300? Tungdil, das ist kein Botengang mehr. Das ist eine richtige Reise. Warte. Ich habe hier das Richtige dafür. Aber lass es nicht die Köchin sehen. Ich gehe zum Schwarzjoch. Ich werde einem ehemaligen Schüler des Magus ein paar Dinge zurückbringen. Du steckst das Schwarzbrot, die Würste und den Schinken ein. Genug Essen für die ersten Tage deiner Reise. Okay, wir haben noch mehr Unterhalt, hätte ich jetzt fast gesagt. Noch mehr Verpflegung für den Marsch, das ist super. Ich habe ein Geschenk für dich. Du holst drei Hufnägel hervor, die du sorgfältig zu einem Schutzsymbol zusammengefügt hast. Es ist nicht das edelste Geschmeide des geborgenen Landes, aber... Ein Blick in Fralas Gesicht zeigt dir, dass es ihr darauf nicht ankommt. Sie strahlt vor Glück, als sie den Anhänger nimmt. Für mich? Aber warum denn?
weil du so etwas wie eine kleine Schwester für mich bist und ich dich vermissen werde. Hättest du ihr sagen können, doch du belässt es bei einem Schulterzucken und einem schiefen Lächeln. Ach so, hat er gar nicht gesagt. Tada. Er ist wohl etwas schüchtern. Ja gut. Vielleicht treffe ich sogar einige Zwerge unterwegs. Frala wirft dir einen vorsichtigen Blick zu. Es ist ein heikles Thema, von dem du nicht lassen kannst. Es gibt nicht viele Zwerge hier unten. Du bist der Einzige in Idoslan, soweit wir wissen. Ich weiß, aber ich kann doch nicht einfach so aus dem Felsen geboren worden sein. Irgendwo in den Bergen habe ich einen Stamm, einen Clan, vielleicht eine Familie. Ja, vielleicht. Frala hat dich schon mehr als einmal daran erinnert, dass Lord Ionan die Zwergenstämme angeschrieben hat und keiner von ihnen einen Zwergenjungen vermisste. Ich muss aufbrechen. Ich will heute noch ein gutes Stück Wegstrecke hinter mich bringen. Ja gut, Ich wünsche dir den Segen Palandiels und deines Gottes Frakas, damit du unterwegs vor allen Gefahren geschützt bist. Hier, ein Talisman. Wann immer du ihn anschaust, denkst du an mich. Schelmisch zwinkert Frala dich an. Und daran, dass du mir etwas Schönes mitbringst. Ja, okay. Gespräch war noch nicht zu Ende. Etwas dem Inventar hinzugefügt. So, was haben wir hier noch Schönes? Das Bier, das zum Stollen geliefert wird, soll das beste Bier Idoslans sein. Es ist auf jeden Fall dein Lieblingsbier. Aber du hast auch nicht genug verschiedene Biere getrunken, um es wirklich vergleichen zu können. Okay. Das haben wir also auch untersucht. Dann gehen wir mal wieder ein bisschen zurück. Können wir gerade gucken, von wo kam ich denn? Da war ich lang. Ich glaube, dann sollte ich hier erst nochmal rein und dann geht's da oben wahrscheinlich nach draußen. Das war hier meine... Es gab eine Zeit, als du den schweren Hammer kaum heben konntest. Heute spürst du ihn fast nicht mehr und er fühlt sich wie eine Verlängerung deines Arms an. Das Schmieden liegt dir im Blut. Okay, vielleicht gab es hier noch was zu sehen, wollte ich gerade sagen. Und da hatte ich auch schon versehentlich drauf geklickt. Aber das scheint es gewesen zu sein. Dann wollen wir mal. Proviant haben wir für 19 Tage, 200 Goldmünzen. Dann wollen wir doch mal zusehen, dass es hier weitergeht. Okay, da können wir nichts machen, mit dem auch nicht reden. Einmal den Stollen verlassen. Okay, hier ist ja wirklich jeder Raum ein eigener Ladebereich. Wie schön, dich wiederzusehen, Lord Ionan. Es ist schon ewig lange her, seit wir uns das letzte Mal gegenüberstanden. Nudin, wie schön. Bitte, nimm Platz. Nein, aber danke, mein Freund. Die Angelegenheiten sind äußerst dringend und ich habe nicht viel Zeit. Du musst sofort nach Lius Nudin kommen. Das tote Land regt sich. Bist du dir sicher? Wie kommst du darauf? Mich entdeckte es vor ungefähr 60 Umläufen bei einem Besuch an der Grenze. Unsere Bannschranken sind schwächer und durchlässiger geworden. Die Albe haben ihr Land verlassen, ja, und eine große Rotte Orks ist in das geborgene Land einmarschiert. Konntest du den Zauber mit deiner Magie stärken? Nein, allein kann ich den Schaden nicht beheben. Wir brauchen die vereinte Macht der Sechs. Die anderen vier sind schon unterwegs hierher, aber wir brauchen auch deine Hilfe. Ich werde so schnell wie möglich nach Borista aufbrechen. Oh, und da du ja sowieso kommst, könntest du doch auch gleich die Gelegenheit nutzen und mir die Dinge mitbringen, die ich dir ausgeliehen hatte. Natürlich. Ich habe sie bereits in einem Beutel verstaut. Oh, vielen Dank. Wir werden deine Ankunft erwarten. Tja, ich nehme an, der Beutel, war das der für uns? Ich weiß es nicht mehr genau. Aber um Gottes Willen, der Typ sah ja... Bläh. Völlig geblendet vom Sonnenlicht kneifst du schon nach wenigen Schritten die Lider zusammen. Die Zeit unter der Erde hat dich derart empfindlich werden lassen, dass du im Schatten einer mächtigen Eiche Schutz vor der Helligkeit suchst. Okay. Ah, das ist also die Karte. Was haben wir hier?
Fragezeichen, Fragezeichen. Da ist auch ein Fragezeichen. Okay. Dann, hier können wir auch noch mal ein bisschen reinzoomen. Hier weiter. Du erreichst einen kleinen See an einem Birkenwäldchen. Deine Füße schmerzen und deine Augen brennen noch immer vom ungewohnten Sonnenlicht. Dennoch kannst du dir ein Grinsen nicht verkneifen. Du hast am ersten Tag deiner großen Reise ein ordentliches Stück Wegstrecke hinter dich gebracht. Du schlägst ein Lager auf und legst dich auf dem harten Waldboden schlafen. Als du dich am nächsten Morgen erhebst, spürst du Muskelkater in deinen Beinen. Doch du verscheust die wehleidigen Gedanken und wirfst dir deinen Rucksack über die Schulter. Du bist ein Zwerg und Zwerge jammern nicht. Cool. Muss ich ja sagen, das ist wirklich schön gemacht. Wirklich schön gemacht, das Spiel. Ja, also hier durch den Stollen und das Ding sind wir durch. Achso, und jetzt können wir raten. Wo gehen wir lang? Geradeaus? Links? Ich glaube, wir gehen einfach mal links. Vielleicht finden wir da was Schönes. Ach so, jeder Punkt ist ein Tagesmarsch. Gegen Mittag, als die Sonne hoch am Himmel steht und dir erste Schweißtropfen auf die Stirn treibt, erkennst du etwa 100 Meter vor dir eine Bewegung neben der Straße. Einige Krähen picken an etwas im hohen Gras herum. Okay, da können wir jetzt Entscheidungen treffen. Das ist ja sehr schön gemacht. Gehe auf der Straße weiter, bis du mir erkennen kannst. Verlass die Straße und pirsche dich an die Krähen heran. Bleibe stehen und beobachte die Szenerie aufmerksam. Ne, wir pirschen uns heran und wollen mal gucken, was da ist. Die knarzende Lederrüstung, der scheppernde Rucksack und das fehlende Talent der Zwerge, sich leise zu verhalten, lassen die Krähen aufflattern. Ihr Krächzen klingt wie Lachen in deinen Ohren. Du brichst deinen Schleichversuch ab, richtest dich auf und erkennst zwei menschliche Körper im plattgedrückten Gras. Oh, hätte man vielleicht auch sagen können. Mein Gott, warum gibt's denn die Option zu schleichen, wenn er es einfach nicht kann? Aber gut. Ist lustig, ist schön gemacht, ist wirklich schön gemacht. Die Idee gerade gefiel mir super gut. So, hey, schleich dich an, alles klar. Ja, Trampel, Trampel, Stolper. Oh, das war wohl nichts. Ah, nichts. Okay. In der Umgebung der Leichen siehst du keine Spuren eines Kampfes. Wurden sie von einem Begleiter erstochen? Ein Fremder hätte sich kaum unbemerkt an sie heranschleichen können. Vor dir liegt ein schmächtiger Mann, gekleidet in eine teure Robe. Sie ist in den Farben von Turgur, dem Schönen, einem der 6 Magi, gestaltet. Es muss sich um einen seiner Famuli handeln. Du kannst keine Wunden erkennen. Okay. Dreh die Leiche um. Okay. Das machen wir mal. Bei Vrakas. Du erkennst dünne Stichwunden auf der Brust des Mannes. Die Stiche sind zu groß, um von Pfeilspitzen verursacht worden zu sein, aber zu schlank für Schwertwunden. Okay. Okay, jetzt können wir hier nichts mehr machen. Das ist ja cool. Ja gut, dann gucken wir uns hier mal den nächsten an. Du blickst auf einen großen, breit gebauten Mann hinab. Er trägt eine dunkelbraune Lederrüstung, die mit Eisenplättchen verstärkt wurde. Ein Schwert liegt neben ihm. Wollte er sich gegen etwas oder jemanden verteidigen? Am Schwert ist kein Blut. Okay. Also Schwert sehe ich nicht, aber wir können die Leiche wieder umdrehen. Der Mann weist dieselben Stichwunden auf. Es ist offensichtlich, dass beide Männer von derselben Waffe getötet wurden. Doch was diese Waffe ist, vermagst du nicht zu sagen. Okay, ja, ich muss mal gerade bei uns ins Inventar gucken. Wir haben den Sack. Ja, okay, wir haben also keine Axt oder so. Ich hätte gedacht, wir können jetzt das Schwert aufheben, können wir aber nicht. Da ist noch ein Rucksack. Ein Rucksack, der vermutlich einem der beiden Toten gehörte. Er wurde anscheinend durchsucht und danach achtlos weggeworfen. Ja, wir gucken auf jeden Fall mal rein. Vielleicht hilft uns das, herauszufinden, was passiert ist. Du findest einige Gebrauchsgegenstände, etwas Proviant und eine Landkarte.
Auf ihr ist ein Reiseweg von Porista, der Hauptstadt des Magus Nudin, zu Lord Ionans Stollen eingezeichnet. Bedeutet das, Turgo der Schöne befindet sich in Porista und wollte Lord Ionan eine Nachricht zukommen lassen? Und wenn ja, warum hat er nicht Magie benutzt? Okay. Höchst interessant. So, dann wollen wir mal gucken, haben wir hier noch irgendwas? Da ist noch ein Busch. Wieder nicht. Du stockst, da ist etwas. Noch ein Rucksack. Na, guck mal an, den durchsuchen wir natürlich auch. Du öffnest den Rucksack und erkennst, dass er bereits durchwühlt wurde. Neben einigen Gebrauchsgegenständen und Schreibutensilien findest du ein Säckchen voll Gold und einen Talisman. Das Gold ist der Beweis, dass es sich nicht um einen Raubüberfall gehandelt hat. Ja gut, also wenn das hier einer, ich will jetzt nicht kriminell erscheinen, aber wenn das hier, ich meine, wir haben keine Polizeistation in der Nähe und wenn das hier so in der Gegend liegt, dann nimmt das sowieso der nächstbeste Plünderer. Ich nehme mal das Gold und den Talisman. Wärme und ein Gefühl von Geborgenheit durchfluten deinen Körper, als du den Talisman berührst. Du fühlst dich sicherer allein dadurch, dass du ihn in der Hand hältst. Dich nehme ich mit. Okay. Gut. Wie gesagt, wenn das hier am Wegrand liegt, bringt das sowieso keinem was. Und vielleicht können wir was Nützliches mit anfangen. Und ich meine, wie gesagt, wir sind hier nicht in der Großstadt und können gerade zur nächsten Polizeistelle laufen. Von daher nehmen wir das einfach mal an uns. Ansonsten wird es der nächste Wanderer wahrscheinlich rausplündern. Ansonsten sehe ich hier aber nichts Auffälliges. Setze deinen Weg fort. Okay, das machen wir. Du lässt den Blick noch einmal über die Gegend schweifen und fragst dich, was du als nächstes tun sollst. Ja, wir begraben die. Das waren ja welche von einem benachbarten irgendwie Magier oder Führerkollegen oder was irgendwie seine Magier. Wir weisen ihnen die letzte Ehre und begraben sie. Hinweise haben wir, glaube ich, alle gesehen, hoffe ich. Und ja, dann machen wir das mal. Es ist eine zeitraubende und anstrengende Arbeit, die flachen Gräber mit einem Stock in den harten Boden zu graben und die Leichen mit einigen Steinen abzudecken. Du hoffst, damit die Krähen wenigstens für eine Weile von ihrem Mahl fernzuhalten. Du setzt deinen Weg fort, um vor Einbruch der Nacht noch einige Meilen zwischen dich und deinen grausigen Fund zu bringen. Gut. Tag 5. Na gut. Wollen wir... Ja, wir gehen erst einmal runter. Gucken uns hier mal um. Da ist nichts. Okay, dann hoch. Ein Gehöft. Wollen wir zum Gehöft gehen? Ja, wir gehen mal gerade zum Gehöft. Als die Giebel des kleinen Bauernhauses und der Scheune hinter einer Kuppel auftauchen, hörst du lautes Kindergeschrei. Ein Mädchen läuft lachend den Weg entlang, verfolgt von einem kleinen Jungen mit großem Stock in der Hand. Mit entschlossenem Gesicht versucht der Junge, seine Schwester einzuholen, hat auf dem unebenen Weg aber große Probleme, seine kurzen Beine unter Kontrolle zu halten. Okay, was wollen wir denn machen? Wir beobachten das nochmal einen Moment. Der Junge stolpert und geht mit einem Uff zu Boden. Noch bevor das Mädchen bei ihm ist, um zu helfen, rappelt er sich auf und greift zum Stock, um die Verfolgung fortzusetzen. Dabei fällt sein Blick auf dich und seine Augen werden groß. Mehr als ein Da bringt er nicht hervor, als er mit knubbeligen Fingern auf dich deutet. Auch das Mädchen hat sich nun zu dir umgedreht. Noch bevor du etwas sagen kannst, hat sie ihren kleinen Bruder am Arm gepackt und läuft schreiend auf das Bauernhaus zu. Na, wir gehen mal hin. Ohne Eile folgst du den Kindern zum Bauernhaus, in dem sie verschwinden. Nach wenigen Augenblicken kommen sie von ihren Eltern begleitet wieder heraus. Der Vater ist ein gedrungener Mann mit braunen Haaren. Ich bin Opatia, das hier ist meine Frau Remsa. Die dunkelhaarige Frau nickt kaum merklich zur Begrüßung und drückt ihre Tochter fest an sich.
Sie mustert dich mit sorgenvollem Gesicht. Es freut mich, euch kennenzulernen. Mein Name ist Tungdil. Du versuchst, deine Stimme so harmlos wie möglich klingen zu lassen. Eure Frau scheint besorgt zu sein. Sind hier in den letzten Tagen zwei Reisende vorbeigekommen. Ich sollte noch ein paar Meilen hinter mich bringen, bevor die Nacht hereinbricht. Achso. Wir können sie ja mal fragen. Sind euch in den letzten Tagen zwei Reisende aufgefallen, die in Richtung Osten unterwegs waren? Opatia schaut fragend zu seiner Frau, doch sie schüttelt den Kopf. Warum fragst du? Wollen wir es ihm sagen? Ist Familienvater, er sollte es vielleicht wissen. Ich habe sie gefunden. Zwei Leichen am Wegesrand, einen guten Tagesmarsch östlich von hier. Leichen? Hastig hält sie ihrem Sohn die Ohren zu. Waren es Orks? Remsa, was sollten die Orks hier oben zu suchen haben? Es waren bestimmt bloß Räuber. Es tut mir leid, wenn ich eurer Frau und den Kindern Angst einflößen sollte. Der Mann winkt ab. Nein, nein, mein holdes Weib ist dieser Tage nur besonders schreckhaft. Die Orks wurden nahe seelenschön gesichtet. Du solltest das ernster nehmen. Die Bäuerin drückt ihre Tochter noch fester an sich, sodass diese sich unter Protesten befreit. Der Junge macht aufgeregt einen Schritt nach vorn und zerteilt die Luft mit seinem Stock. Wenn Fremde kommen, sollen wir weglaufen. Aber ich kann sie auch verhauen. Lächelnd tätschelt Opatia seinem Sohn den Kopf. Wir sind sicher. Die Orks haben keinen Grund, so weit nach Norden zu ziehen. Wäre es nicht besser, in eines der größeren Dörfer zu ziehen, wenn sich hier Orks herumtreiben? Der Hof ist unser Lebensunterhalt. Wir können hier nicht einfach weg. Die Felder bestellen sich schließlich nicht von selbst. König Tilogons Reiterei wird sich schon um die Orks kümmern. Oder Lothionan und seine Zauberer. Aber die Reiterei kann nicht überall sein. Eine Handvoll Orks wäre bereits genug, Wenn die Saat ausgebracht ist, dann baue ich das Versteck, so wie du willst. Aber was nützt uns ein Versteck, wenn wir im Herbst nichts zu essen haben? Tja. Was sollte ich Ihnen raten? Klar, wenn Sie verhungern, ist das Ganze sinnlos. Ich weiß ja nicht, wie lange das Versteckbauen dauert. Oh, schwierige Entscheidung. Ja, aber Orks waren das ja nicht. Das haben wir ja festgestellt. Oh, schwere Entscheidung. Ach komm, sie sollen erstmal die Saat ausbringen. Und dann können sie das Versteck bauen, während das wächst. Das waren ja keine Orks. Also ist bestimmt niemand hinter ihnen her. Oder? Ja, wir nehmen das jetzt mal. Ob die Orks hierher kommen, ist ungewiss. Gewiss ist nur, dass ihr ohne Ernte hungern werdet. Genau. Das ist genau meine Rede. Opatia legt eine Hand auf die Schulter seiner Frau. Keine Sorge. Ich baue das Versteck, sobald alles andere erledigt ist. Aber... Vertrau mir. Selbst der werte Herr Zwerg hier sieht es so. Und die Zwerge kennen sich doch mit Orks aus. Remsam, ja? Bedächtig, schaut dann bedrückt zu Boden. Wenn du es sagst. Du verabschiedest dich und setzt deinen Weg fort. Die Kinder laufen dir noch eine Weile hinterher, ehe sie sich lachend auch verabschieden und wieder zurück Richtung Hof laufen. Okay, das war ganz interessant. Ich sehe gerade Zwergenhändler. Hier sind also noch andere unterwegs auf der Karte. Okay, zu weit rauszoomen oder großartig weit rauszoomen kann ich nicht. Dann, was haben wir hier? Guten Auen und hier, keine Ahnung, wir gehen mal in die Richtung. Guten Auen. Ah, da können wir gleich immer noch hin. Ich will jetzt erstmal das Fragezeichen wissen. Ein Stück abseits vom Weg siehst du einen flackernden Lichtschein durch die Bäume. Er könnte von einem Lagerfeuer stammen. Schleichen klappt sowieso nicht, haben wir festgestellt. Wir nähern uns hörbar. Du näherst dich mit sicheren Schritten dem Feuer, bis du endlich etwas erkennen kannst.
Drei breitschulterige Männer mit Äxten sitzen am Feuer, über dem zwei Kaninchen brutzeln. Sie scherzen miteinander, doch du kannst nur einzelne Worte verstehen. Augenscheinlich haben sie dich noch nicht bemerkt. Das mit dem Schleichen klappt sowieso nicht. Komm, als du den Rand des Feuerscheins erreicht hast, sagst du freundlich: Seid gegrüßt, mein Name ist... Die Männer sind aufgesprungen und greifen zu ihren Äxten. Wer ist da? Ich werde nicht wieder. Ist das ein Unterirdischer? Die Männer beäugen dich misstrauisch. Okay, doofe Idee. Mein Name ist Tungdil. Dürfte ich erfahren, mit wem ich das Vergnügen habe? Okay, war eine scheiß Idee, ich sehe das schon. Ja, sie lachen uns alle aus, schön. Ein dahergelaufener Unterirdischer redet wie ein König. Wir sind Holzfäller, rede auch so mit uns. Oder besser noch, verschwinde. Ich wollte nur höflich sein. Spar dir deine Höflichkeit und deine schönen Worte, Unterirdischer. Sieh zu, dass du Land gewinnst. Der Mann verstärkt den Griff um seine Axt und funkelt dich aus gelblichen Augen düster an. Ja, ich mach mich mal vom Acker. Du zuckst betont gleichgültig mit den Schultern und machst drei kleine Schritte nach hinten, ohne die Männer aus den Augen zu lassen. Also schön, wenn ich hier nicht willkommen bin, dann gehe ich. Gut so. Und lass dir bloß nicht einfallen, zurückzukommen, um uns abzumurksen oder zu bestehlen. Wir stellen Wachen auf. Für unterirdischen Abschaum gibt es hier nichts zu holen. Okay. Das Blut pocht in deinen Ohren. Und etwas mutiger, als du dich fühlst, fährst du den Mann an. Ich bin kein Dieb und erst recht kein Mörder. Ich wollte nur sehen, ob... Ha! Alle Unterirdischen sind Diebe. Taugenichtse! Dir fällt es schwer, deine Stimme wieder unter Kontrolle zu bringen. Haben Sie schon viele Zwerge getroffen? Genug, um zu wissen, dass ihr alle dreckige Diebe seid. Oh Mann. Ja, habe ich überhaupt eine Waffe dabei? Aber so anfranzen lassen möchte ich mich eigentlich auch nicht. Ach komm, wir versuchen's mal. Denk noch mal genau nach. Ich bin ein Zwerg mit einer Axt. Und ich benutze die Axt nicht zum Bäume fällen. Die Männer sind sichtlich verunsichert und senken ihre Äxte ein wenig. Ja. Das habe ich mir gedacht. Du wendest den Männern den Rücken zu und gehst selbstsicher zurück auf den Weg. Du hörst keine Schritte hinter dir und erst als du etwas Strecke zwischen euch gebracht hast, traust du dich über die Schulter zu blicken. Keiner der Männer ist dir gefolgt. Du atmest erleichtert aus. Es hätte eine sehr schmerzhafte Erfahrung werden können, wenn du die Männer provoziert oder ihnen gegenüber Schwäche gezeigt hättest. Puh, okay, liebe Leute, wir haben Schwein gehabt. So war das nicht gedacht. Ja gut, komm, jetzt gehen wir mal zum nächsten Gehöft hier. Du erreichst das Ufer der Worda und siehst Deichseldorf auf der anderen Seite. Jedoch keine Brücke weit und breit. Die Boote der Fischer gleiten über das in der Sonne glitzernde Wasser. Keiner der Männer scheint von dir Kenntnis zu nehmen, während sie ihre Netze auswerfen. Übersetzen? Nee, ich will hier unten lang. Du lässt das ruhige Ufer hinter dir und setzt deinen Weg fort. Genau. So. Nach Gutenauen wollen wir. Du blickst auf ein großes Dorf am Ufer der Worda hinab. Teile des Dorfes wurden auf Stelzen in den Fluss gebaut. Eine Holzbrücke überspannt das schnell fließende Gewässer. Eine große Holzpalisade wurde errichtet, um das Dorf vor Angriffen zu schützen. Ja. Die Wachen auf der Palisade beobachten dich. Ihre Rüstungen sehen gepflegt und gut gearbeitet aus. Der Schmied, der sie anfertigte, wusste, auf was es ankam. Daraus schließt du, dass die Männer auf den Schutz der Rüstungen angewiesen sind und sie nicht nur wegen der äußeren Wirkung tragen. Das sind sicher keine Dörfler. Ah, okay. Scheinbar können wir jetzt wieder ein bisschen was erleben. Finde ich super.
dann wollen wir doch mal schauen, was da so bei rumkommt. Okay. Ah, da geht's weiter. So. Machen wir hier mal hin. Da kann ich mir ein Feuer angucken. Während die großen Feuer so viel Hitze ausstrahlen, dass du dich ihnen kaum nähern willst, verbreitet das kleine Lagerfeuer angenehme Wärme. Es wäre der perfekte Platz für ein Nachtlager, würdest du denn vor dem Dorf übernachten wollen. Okay, das ist schon mal gut zu wissen. Ansonsten sehe ich hier nicht so viel. Kann ich mit denen da hinten reden oder so? Hier ist nichts weiter. Betrachte das Tor. Das zweiflügelige Tor wurde aus kräftigen Bohlen gebaut. Solide, aber immer noch deutlich weniger massiv als die unbeweglichen Teile der Palisade. Hier wurde aus praktischen Gründen auf Sicherheit verzichtet. Nie eine gute Idee bei Festungsbauten. Okay. Kann ich... Ja, sprich. Einige der Wachen beginnen zu tuscheln, als du dich dem Tor näherst. Hallo da oben! Was führt dich ins schöne Gutenauen? Und hast du unterwegs Orks gesehen, Unterirdischer? Der Mann, der sich über die Palisade lehnt, mustert dich aufmerksam. Nein, wir sind höflich. Gutenauen ist bekannt für seine Gastfreundschaft. Eine Tatsache, die du dir gerade ausgedacht hast. Lass mich ein und ich werde anderen Reisenden davon berichten. So sehr ich es bedauere. Nach Einbruch der Dunkelheit bleiben die Tore verschlossen. Im Gesicht des Mannes kannst du kein Bedauern erkennen. Ah ja. Sante Dekoration habt ihr da. Euer Tor macht nicht den stabilsten Eindruck. Ich könnte mir das mal ansehen. Ich verstehe etwas davon. Ich schulde jemanden im Dorf noch 20 Goldstücke. Bleib wachsam, Gespräch beenden. Ich probiere es einfach mal mit der freundlichen Hilfe anzubieten. Ich bin Schmied und ein Zwerg. Ich sage euch, euer Tor sieht zwar massiv aus, aber es wird einem echten Ansturm der Orks kaum standhalten. Das Gemurmel um ihn herum lässt den Mann innehalten. Jeden anderen, der das Bollwerk kritisiert hätte, hätte man ausgelacht und fortgescheucht. Aber wenn jemand etwas von Verteidigungsanlagen versteht, dann die Zwerge. Ein Zwergenschmied, der zufällig vor unserem Tor steht? Natürlich, ich bin Blauem Gebirge für die Verteidigung Hohen Pforte zuständig. Nun ja, ich bin Hufschmied, aber ich habe davon gelesen. Ist auch geil. Blauen Gebirge, ich weiß nicht mal, wo es Blaue Gebirge lebt. Quatsch. Ich versuch's einfach mal mit ehrlich, wert am längsten, ne? Wahrscheinlich hier nicht, aber... Um bei der Wahrheit zu bleiben... Ich kenne die zwergische Baukunst nur aus Büchern. Aber ich bin ein geschickter Handwerker und bin mir sicher, dass ich das Tor verbessern kann. Ein Bücherwurm! Willst du unser Tor mit Pappmaché verstärken? Ich bin mir ziemlich sicher, dass... Du stoppst mitten im Satz. Das höhnische Gesicht des Söldners sagt dir, dass dieses Mal eine Notlüge den größeren Erfolg gebracht hätte. Du musst es anders probieren. Wachsam bleiben. Wenn ich etwas bemerke, werde ich schreien. Oh ja, worauf du wetten kannst. Verdammter Mist, das ist jetzt super ärgerlich. Du überlegst, ob du am Feuer auf den nächsten Morgen warten sollst. Hier müsstest du wenigstens nicht frieren. Ja, machen wir. Du hast in der Nacht kaum ein Auge zugemacht. Jedes Geräusch hat dich hochschrecken lassen. Wenigstens musste ich nicht frieren. Ja. Ach, doof gelaufen. Notlüge hätte mehr gebracht. Na gut.